Kurz nach dem Start des Rennens ist dem Komitee damals eingefallen, dass die Glocke fehlt bei Ihnen und ist dann an unseren Kommandanten, damals den Manfred Zettel, herangetreten und hat gefragt, ob wir Ihnen helfen können mit einer Glocke. Und dann hat er gesagt, könnte er tun, indem er unsere Stammtischglocke dabei zur Verfügung stellt. Und die haben wir dann auf die Schnelle geholt und dann hat es funktioniert. 20, 20, 20. Das ist wohl eine ganz schöne Geschichte. Das wird Jahre vorbereitet und auf einmal ist keine Glocke da für die letzte Runde. Und ja, und die Lösung war also super. Und es war schönes Wetter, ganz viel Publikum. Und das ist auch immer schön als Sportler, für Publikum zu sporten. Es passiert immer wieder, dass auch Profis einen Fehler machen, dass sie nicht wissen, dass die letzte Runde ist oder dass sie links runter geht oder rechts runter. Man soll die Strecke kennen, auch sicher im Finale. Das war ein spannendes Moment. Ich kam da die Abfahrt vor die Isar runter, dann die Brücke rüber, hier den Berg hoch hier. Und da waren noch keine Bäume da. Man konnte noch gut weit weggucken, was hinter mir war. Und da habe ich so geguckt. Und dachte ich, da kommen die Verfolger. Und da habe ich gedacht, Handy ruhig bleiben. Ja, und dat die letzten 500 Meter waren ja, ein Triumphfahrt eigentlich. Kilometer 16 vor Bayerbronn. Es führt nach wie vor Nummer 194, Keuper Holland. Ich habe auf einmal die Stutzkappe runtergenommen und das darf gar nicht. Normal wird man disqualifiziert. Von Verrücktheit und Freude habe ich die runtergemacht. So. Das war nur ein Zeichen, dass ich richtig durcheinander war. Weiter durchfahren, die Trainer weiter durchfahren. Ich sage immer noch, meine Goldmedaille, das Rennen hier ist mein schönster Sieg aus meiner Karriere.